dass es sehr vielfältig heute ist und auf jeden Fall ist es auch sehr viel. Und deswegen ja, werden Sie einiges zu schauen und zu hören bekommen. Zunächst einmal führe ich gerne ein mit dem Zitat von Viktor Frankl. Toleranz besteht nicht darin, dass man die Ansicht eines anderen teilt, sondern dass man dem anderen überhaupt die Möglichkeit gibt oder das Recht einräumt, anderer Ansicht zu sein. Das ist etwas, was ich an Frankl immer sehr bewundert habe, seine Art auf Dinge zuzugehen. Ziel des Vortrags habe ich hier auch aufgeschrieben, Evolutionstheorien unterliegen selbst der Evolution, etwas, das vielleicht nicht oft genug beachtet wurde. Evolution ist ein Prozess und die Wissenschaft muss frei diskutiert werden. Genauso wichtig ist es, dass das Ziel dieser Aussagen auch zu Glück und Gesundheit für alle führt und dass wir zu dem Ergebnis kommen, dass Leben schützenswert ist. Das ist das Ziel dieses Vortrags. Eine Übersicht habe ich Ihnen zusammengestellt, damit Sie ein bisschen sehen, wo es lang geht. Eine kurze Einführung in eine verengte Sichtweise über das Rätsel Leben, aber ich glaube eine interessante. Dann Evolution und Epigenetik, das humane Genomprojekt, also die Entschlüsselung der Gene, und dann zum horizontalen Gentransfer und Bedeutung der Mikroben. Ganz kurz zu Tests und Impfungen etwas, zu Studien und Evidence-Based Medicine, die wir auch kennen aus der wissenschaftlichen Literatur. Ergebnisse und neue Einsichten und natürlich immer auch ein Ausblick und die Zusammenarbeit, die möglich ist. Also wir fangen an mit dem Rätselleben. Unsere Wahrnehmung, ich weiß nicht, was das für eine Sache ist, die aufgepoppt ist, unsere Wahrnehmung ist eine Funktion unserer Biologie. Vielleicht schauen Sie mal, was Sie wahrnehmen. Die meisten von Ihnen werden das kennen. Vielleicht können Sie switchen zwischen den beiden, denen, die Sie sehen. Das wäre ganz gut. Und wenn Sie nur bei den Engeln sind, dann ist das auch in Ordnung. Wenn Sie aber völlig auf die Vampire fixiert sind, dann üben Sie noch ein bisschen, bitte. Zumindest macht Ihnen das klar, dass wir eine Präferenz haben, einfach aufgrund unserer Vorerfahrung, unserer Biologie. Und das ist etwas, worüber man immer wieder schmunzeln kann, denke ich. Hier geht es gleich ein bisschen weiter. Sie kennen die meisten Bilder. Am schwierigsten finde ich das hier. Vielleicht lesen Sie mal für sich, aber nennen Sie die Farbe und lesen Sie nicht das Wort. Also Sie müssen zum Beispiel sagen, hier ist die Farbe etwas verändert, schwarz, rot, blau, gelb, schwarz oder dunkelblau, nochmal schwarz, rot, blau, schwarz, das ist so ein bisschen braun, rot, gelb und so weiter. Nicht? Das ist etwas, was man üben muss. Es geht einem gegen den Strich. Es ist nicht so einfach, wir sind konditioniert. Und das wollte ich damit ein bisschen zeigen. Das Bild war jetzt zurück, dann gehen wir nochmal hier hin. Hier, das kennen Sie fast alle, das ist die alte Dame oder das junge Mädchen. Das ist das junge Mädchen hier. Das ist der Kopf mit den Haaren, das Kopftuch, hier ist das Halsband und das ist der Pelz. Das ist das ganze Gesicht. Wenn Sie aber die alte Frau sehen, dann ist das nur die Nase und das ist der strenge Mund und das spitze Kinn. Für manche ist das sehr schwer, andere kennen das schon und haben sich eingeübt. Und das hier ist natürlich auch ein Eskimo von hinten oder ein Indianergesicht von vorne. Alles Übung. So sehen wir. Interessant. Ja, ich wollte kurz andeuten, dass die Mathematik eine Rolle spielt in der Natur und eben auch in der lebenden Natur. Nehmen wir den schönen Romanesco hier, der ist uns allen bekannt und erinnert uns doch sehr stark an die Beispiele der Fraktale und der Mandelbrotmenge. Einige von Ihnen kommen aus dem Bereich und wissen sofort, was gemeint ist und die anderen schlagen das zu Hause nach oder erinnern sich ein bisschen. Und genauso diese geometrische Anordnung, die wir hier Sierpinski-Dreieck nennen. Ich kann hier nicht alles ausführen, aber ich möchte anregen, sich Gedanken zu machen, dass die mathematischen Systeme und Komponenten und Gesetze in der Natur zu finden sind, auch in der Bewegung. Oder hier mit den goldenen Winkeln und Proportionen, zum Beispiel hier dieser Nautilus, wunderschön. Wir finden solche Dinge eben auch in der Kunst wieder, weil offensichtlich wir ein bisschen
von der Natur geprägt sind und das auch gerne übernehmen in die Kunst. Das geht weiter mit den sogenannten Fibonacci-Folge, die eben auch eine mathematische Abfolge ist, wo immer die zwei Zahlen, die aufeinander folgen, addiert werden und dann die dritte ergeben. Und das ergibt in, zum Beispiel in der Natur eine bestimmte Winkelanordnung, in dem Fall von Blütenblättern. Hier sehen wir das nochmal, ich komme jetzt nicht so genau darauf zurück, was alles der goldene Schnitt ist, aber es findet sich einfach diese Gesetzlichkeit in der Natur. Darauf möchte ich hinweisen, die Dinge sind verbunden und das ist die Grundlage. Das heißt, wenn wir Kunst machen, dann sehen wir uns sehr oft etwas von den Dingen ab, die schon existieren oder die wir früher schon erkannt haben. Hier noch einmal einfache Regeln können, wenn Sie Algorithmen bilden, zu komplexen Strukturen führen. Ich habe einfach nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Natur angeführt, den ich wunderschön fand und der sehr vielfältig ist. Am Rande so ein Blatt, ob es nun geschlossen ist oder gefiedert, das ist oft nur eine Frage der Konzentration eines Stoffes und nicht mehr des gleichen Stoffes. So, das ist also nochmal ein kleiner Überblick. So vielfältig ist hier die tierische Evolution nur gebildet. Und hier sehen wir Moos, eine Qualle, das sind Neuronen, die aneinandergrenzen an einer Synapse. Das sind Vogelschwärme und ein kleiner Koala zur erfrischenden Freude für uns alle. So vielfältig ist Natur und die Gesetzlichkeiten spiegeln sich darin wider. Ja, worauf kommt es an? Gene oder Umwelt? Der große Streit zwischen Lamarck und Darwin, meiner Meinung nach immer unnötig gewesen, aber die Menschen streiten sich gern. Im Englischen hieß das Nature oder Nurture, also Anlage oder Umwelt. Lamarck, ganz kurz, sehr wichtig ist bei Lamarck der Gedanke, dass es ein Bedürfnis gibt und dass dieses Bedürfnis dazu führt, dass bestimmte Dinge getan werden, zum Beispiel Organe werden gebraucht oder nicht gebraucht oder Extremitäten. Und dadurch verändert sich das Lebewesen, aber es vererbt diese Veränderung. Und bei Darwin ist die Grundlage eine Überpopulation mit hoher Variabilität, also Unterschiedlichkeit, und dann ein Kampf ums Dasein und der Bestangepasste überlebt. Es hieß so Survival of the Fittest. Die Übersetzung dieser englischen Begriffe ist auch sehr eng vorgenommen worden. Die moderne synthetische Theorie hat aus der Variation sofort eine Mutation gemacht. Kein Wunder, das ist auch okay, denn als die Mutation entdeckt wurde, wurde man präziser. Aber es geht weiter, wir bleiben eben nicht bei den Mutationen stehen. Ja, Lamarck hätte gesagt, die Giraffe streckt den Hals und das wird vererbt. Und so ist es vielleicht dann auch wieder nicht. Darwin hatte sehr zu leiden, er hat ja seine Forschung gemacht und dabei eben auch festgestellt, dass es eine Verbindung gibt von im Tierreich bis zum Menschen hin und deswegen wurde er auch sehr stark angegriffen, was sich in dieser Karikatur gezeigt hat. Mendel war es dann, der Gesetze und Regeln gefunden hat, die für bestimmte Lebewesen und für einige Pflanzen zutreffen, auch bei Menschen gelegentlich, aber nicht so, wie wir dachten, dass alles darauf zurückzuführen ist, sondern doch nur einige wenige Gesetze, die man so sehen kann, andere eben offensichtlich sind komplexer. Das ist das Karyogramm des Menschen, das heißt, die Chromosomen lassen sich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten darstellen und fotografieren und unsere 46, also 23 Paare, wovon ein Paar ungleich ist, das sind die Geschlechtschromosomen. Daran konnte man auch schon viele Erbfehler oder Merkmale feststellen, rein äußerlich. Wer war zuerst da, die DNA oder die RNA? Das ist sehr die Frage, denn die DNA ist an sich unser Speichermolekül und eine Doppelhelix, die RNA, ist nicht geeignet als Speicher. Sie ist ein Einzelmolekül und zerbricht auch schneller als die DNA, aber wir werden sehen, die RNA hat auch ihre Aufgaben. Wir sehen hier ein sogenanntes Ribozym, das ist ein RNA-Molekül einer bestimmten Struktur, das alles das kann, was man der RNA früher nicht zugetraut hat, nämlich auch enzymatische Fähigkeiten zu haben, das heißt wie ein Schlüssel zu wirken oder wie ein Messer oder eine Schere zu wirken.
Das tut die normale RNA nicht, aber das kann dieses Ribozym. Und normalerweise können das in unserem Körper nur die Proteine, die als Enzyme wirken. Also ist das schon ein besonderes Molekül und die Frage ist immer noch nicht ganz geklärt nach den Ursprüngen. Hier sehen wir mal eine Mikrofotografie von einer Genmutation, die auch nur eine Punktmutation ist, das heißt, oft ist nur eine einzige Base ausgetauscht. Und man kann diesem einzigen Basenaustausch eine Krankheit zuordnen, die zystische Fibrose. Das ist selten der Fall. Anfangs dachte man, dass alle oder viele Krankheiten so erklärt werden können und sah sich schon bald am Ende der Forschung. So ist es aber nicht gekommen. Wir sehen hier, das ist ein einziges Gen, auch über die vielen verschiedenen Spezies hinweg wirken kann. Ein kleiner weißer Fleck durch ein Gen, das wir KIT-Gen nennen. Und hier sowohl beim Hamster als auch beim Menschen wirksam sein kann. Die Osteoporose ist ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Forschung hier in Wien, und zwar beim Institute of Molecular Biotechnology. Und die Forschungsgruppe ist die von Josef Penninger. Er hat einen RANK-Ligand gefunden, das ist ein Faktor, ein Tumornekrosefaktor, der dafür verantwortlich ist, dass Knochenzellen abgebaut werden und durch die seine Arbeit und Forschung hat er gefunden, dass man mit dem Medikament, das ein Anti-RANK-Ligand-Antibody ist, ein monoklonaler Antikörper, dass dadurch der beschleunigte Abbau der Knochenzellen verhindert werden kann. Man sieht hier diesen Weg, wenn das interessiert, ich denke, das wird vielleicht auch auf die Webseite dargestellt. Ja, ein Beispiel für drei Chromosomen, wo wir normalerweise nur zwei haben, ist die Trisomie 21 oder das Down-Syndrom, das den meisten bekannt ist und damit eine größere Mutation darstellt. Hier sehen wir nochmal zur Erinnerung, monogene Erkrankungen, das wäre leicht zu erklären, polygene, das ist sehr schwer zu erklären. Die meisten Erkrankungen oder auch Merkmale sind polygen bedingt. Wir kommen jetzt ein bisschen zur Epigenetik und Evolution. Es sieht so aus, dass Umwelteinflüsse verändern die Genexpression, das habe ich hier versucht ein bisschen bunt darzustellen, indem hier die Genexpression verändert ist, aber das allein ist noch nicht die Epigenetik, sondern dieser Effekt muss vererbbar sein. Das heißt, eine erworbene Eigenschaft, die vererbbar ist, die bezeichnen wir als epigenetisch. Hier haben wir das wunderbare Beispiel, wo wir Erbgleichheit haben, nämlich in sogenannten Klonen, beim sogenannten Klonen. Das sind da ist die Erbanlage identisch. Aber zu einer anderen Zeit wird sie sozusagen ausgetragen. Und hier hat eine Frau, die sich das leisten konnte, ihre Katze, die gestorben war, klonen lassen und hat festgestellt, das Duplikat ist das Original und das Duplikat stimmen nicht überein, aber sie mochte die Katze trotzdem sehr tröstlich, würde ich sagen. Das heißt also nochmal zusammengefasst, völlige Erbgleichheit, aber unterschiedliche Outcome, denn zu unterschiedlichen Zeiten in einem Körper herangereift. Hier haben wir die beiden wichtigen Forscherinnen, Eva Jablonka und Marion Lamb, die sehr viel zu Genetik und Epigenetik geforscht haben und zahlreiche Beispiele epigenetischer Vererbung wissenschaftlich dargestellt und publiziert haben. Sie arbeiten in Tel Aviv und London und waren aber, ich habe die Frau Jablonka hier schon in Wien gehört. Ja, ein Projekt, das hier gelaufen ist und nun schon zur Zufriedenheit wohl beendet, ist dieses Genau, Genomforschung und daran beteiligt waren eben auch verschiedene Institute in Zusammenarbeit mit Wien, mit dem BMP und Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg. Und dabei wurde die epigenetische Plastizität untersucht
Und das war ein sehr großartig angelegtes Projekt über mehrere Jahre. Ja, hier steht Vaters Erbsünde, aber ich würde eher sagen, Vaters gutes Leben hat sich offensichtlich bis in die vierte Generation durchgesetzt. Hier sehen alle vier sehr wohl, leidlich und zufrieden aus. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn etwas schief läuft, dass das auch weitergegeben wird über mehrere Generationen. Das soll hier angedeutet werden in dem interessanten Spektrumartikel. Hier darf auch mal ein bisschen gelacht werden. Keine Angst, ich bin jetzt nicht besonders scharf und auch nicht beleidigt, wenn ein Witz gemacht würde. Aber einfach, um die ganze Sache mal ein bisschen auch locker zu halten. Evolution ist eben ständige Veränderung oder auch nicht. So kann man das einfach auch sehen. Ja, hier sehen wir das ganze Hardware und Software. So kann man die Gene und ihre die Programme sehen. Man kann das durchaus vergleichen damit. Es wird etwas gespeichert und es wird etwas in einem Programm abgefahren. Und das ist zum Teil sehr hilfreich, manchmal muss man aber auch diese Sicht ein bisschen modifizieren. Nun kommen wir zu einer Sache, die zeigt, wie die Epigenetik funktioniert. Man weiß ja schon einiges, wenn auch nicht alles. Hier haben wir die DNA und bestimmte chemische Reaktionen an der DNA führen dazu, dass sie sich verändert. Also nicht die DNA selbst, sondern dass sich bestimmte Molekülgruppen an der DNA ablagern. Die DNA wird, wie man sagt, methyliert, es werden Methylgruppen angelagert und meistens wird bei einer Methylierung etwas stillgeschaltet, also ausgeschaltet. Es kann aber auch sein, und das passiert sehr oft, die DNA wird gestützt durch Stützeiweiße, die Histone heißen, und wenn die Histone angelagert werden, dann ist die DNA nicht ablesbar. Das heißt, es gibt verschiedene Mechanismen, wobei die Histone selbst auch wieder entweder methyliert oder acetyliert werden können. Acetylieren heißt sehr oft, es ist ein Modus, in dem gearbeitet wird, und methyliert sehr oft, es ist einer, in dem stumm geschaltet wird. Ja, man kann das ein bisschen im Bild so veranschaulichen, wie Licht an Licht aus. Es gibt Transkriptionsfaktoren und Promoter. Und wenn die, wie gesagt, angeschaltet oder abgeschaltet sind, dann verändert sich etwas. Wir hätten hier an und hier hätten wir aus. Ja, man denkt immer, wenn ein Gen entdeckt wurde, nun haben wir es. So ist es nicht. Schauen Sie sich mal dieses sehr vereinfachte Bild einiger Gene an, bei Mann, Frau und auch gemeinsam. Wir exprimieren schon mal nicht gleich. Das heißt, die Geschlechter- oder Genderforschung in der Medizin hat ja auch hier in Wien eine Basis und wird betrieben. Und Sie sehen einfach, Mann, Frau und gemeinsam, das wird unterschiedlich exprimiert und auch unterschiedlich stark exprimiert. Und das soll einfach einen Überblick geben, ohne dass Sie sich auf jedes Gen hier einlassen müssen. Ich möchte zum Thema Licht auch kommen. Licht hat eine enorme Bedeutung für die Biologie, nicht nur für die Pflanzen da sowieso, sondern auch für die Menschen. Ganz bedeutsam hat sich Professor Fritz Albert Popp hervorgetan und schon sehr lange, der gezeigt hat, dass wir quasi Lichtkörper sind. Das heißt, wir funktionieren überhaupt nicht ohne Licht und zwar auch Licht in der Zelle, wenn man so will. Wir haben durchaus Photonenarbeit in unseren Zellen, das ist nachgewiesen auch an der DNA. Und ohne Licht läuft gar nichts in der Biologie. Es gibt aber auch das Licht als regulatorischen Faktor und da hat sich Wolfgang Gärtner vom Biophysikalischen Institut der Chemie hervorgetan und auch Professor Dr. Wolfgang Lubitz für die bioanorganische Chemie an der Ruhr. Und die zeigen eben auch, dass Licht ein Regulator ist, ein Umweltfaktor, der vieles auslösen oder verändern kann, auch zum Beispiel bei Reparaturenzymen. Also direkt oder indirekt hängen wir alle vom Sonnenlicht mehr oder weniger ab. Sehr interessant sind auch die Arbeiten von Professor Luc Montagnier, der sich in letzter Zeit sehr stark damit beschäftigt hat, wie Low-Frequency Electromagnetic Waves, also wieder frequente
elektromagnetische Wellen, das ist ja quasi in gewisser Weise Licht, wie die wirksam sein können, dass die ordnende Prinzipien entwickeln. Das heißt, sie können Materie anordnen, ohne dass die Materie als Matrize da ist. Das ist sehr interessant, weil, schauen wir uns das mal kurz an, das Wichtige daran ist eigentlich, dass DNA-Sequenzen von Bakterien, ist das hier, die Fähigkeit hatten, durch Wellen sich zu organisieren, ohne dass eine Matrize da war, was das Normale in der Biologie sonst ist. Also man, vielleicht ist das auch ein bisschen etwas, was, ohne dass ich dazu stark reingehen will, aber diese sozusagen materiellose Ordnung, das wird ja auch in bestimmten Bereichen so gesehen. Und möglicherweise ist da die Forschung auf einen interessanten Zweig. Ja, dann haben wir hier noch einmal den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2015. Und zwar ging der an drei Leute, die alle zur Reparatur der DNA etwas gefunden haben. Und einmal auf Reparaturenzyme, andermal die Schäden, die während der Zellteilung entstehen können, wie die repariert werden. Und dann auch die Schäden, die durch UV-Strahlung entstehen können. Und das sind beteiligt daran die US-Amerikaner, aber auch ein Türke und auch wiederum ein Schwede. Das heißt, international wird in diesem molekularen Gebiet immer gearbeitet. Ja, die Genexpression, wie wir hier sehen, das kennen wir alle. Endlich kommt etwas, was wir schon immer wussten. Vom Ei zur Raupe, zur Puppe, zum Falter, das alles ist mit unterschiedlicher Genexpression gekennzeichnet. Und diese Striche, die Sie hier sehen, sind die Proteine, die man einfach in einem Verfahren, das man Elektrophorese nennt, identifizieren kann, um klarzumachen, wann welche Gene wie viel arbeiten. Das noch bekanntere Beispiel sind die Bienen. Eine Frage der Ernährung, was man wird, da hätte man schon länger weiter forschen können. Ja, das wusste man doch immer schon. Jelly Royale, das ist nichts Neues. Ja, Epigenetik, und zwar schon seit langer Zeit. Wer wird was? Eine Sache der Fütterung. Oder nehmen wir hier die bekannte Arbeit von Waterland and Journal, Transposable Elements. Da geht es darum, dass unser Genom nicht starr ist. Wir haben uns immer vorgestellt, alles ist starr, alles ist fest, alles ist fixiert, wie die Bücher im Bücherschrank, und da stehen sie. Es ist aber ganz anders, wir werden sehen, es wird noch wilder. Es gibt Gene, die einfach springen. Und die können von einem Ort zum anderen, nicht nur innerhalb des Chromosoms, sondern auch über die Chromosomen hinweg. Und hier ist ein Beispiel, wo ein durch die Folsäurewirkung in der Schwangerschaft entweder ein Gen gestört wird oder nicht. Und das führt zu unterschiedlichen Fellfarben, aber auch unterschiedlichen Gesundheitszustand und unterschiedlicher Metabolismus. Und das ist ein sehr bekanntes Beispiel für Epigenetik. Das heißt, die Folsäure während der Schwangerschaft. Dann haben wir hier bei Drosophila-Fliegen stark vergrößert. Das sind die Fruchtfliegen, die uns in der Küche ärgern, vor allem im Sommer. Die Farbe der Augen hängt einfach von der Temperatur ab. Das wäre ja noch zu verstehen. Aber dass das auch noch vererbt wird, ist eine Unverschämtheit. Und ja, wieder ein Beispiel für Epigenetik. Man kann sich jetzt besonders wundern, vielleicht mit der Nahrung aufgenommene kleine RNA, Mikro-RNA, einer anderen Art von Reis. Also wir essen Reis, kann die Genregulation des Menschen übernehmen. Das ist nachgewiesen in dieser Studie und deswegen habe ich hier den Dimmer aufgezeichnet, denn das ist auch noch konzentrationsabhängig. Betonung heißt kann, das heißt, man weiß es nach, das heißt nicht, dass wenn Sie jedes Mal, wenn Sie Reis essen, dass es so sein muss. Aber es kann. Wir sehen hier die Katze mit dem bunten Fell. Wie diese bunten Flecken ausfallen, da hat man sich ja immer schon Gedanken gemacht. Wie kann das so gewürfelt und gemustert aussehen? Ja, das ist eine weibliche Katze, sie hat zwei X-Chromosomen. Eines ist bei weiblichen Lebewesen immer stumm geschaltet, aber nicht immer das gleiche in den gleichen Organen und Zellen. Und deswegen gibt es dann verschiedene Auswirkungen aus diesem Grund. Und das zeigt sich hier in der Fellfarbe. Also die Inaktivierung,
jedenfalls Stummschaltung durch zum Beispiel mit Hüllgruppen, die ich Ihnen vorhin erklärt habe. Wir kommen jetzt mal zwischendurch zu einem Lernmechanismus, und zwar haben wir hier den ganz besonders klugen Papagei, der konnte zum Teil mehr als mancher Mensch auswendig lernen. Und wir haben die Prägung von Konrad Lorenz, die ich deswegen hier erwähnt habe, weil sie sehr früh gefunden wurde und ein sehr interessantes Phänomen ist. Es ist nämlich ein Lernen, das unauslöschlich ist. Mich würde jetzt interessieren, wenn man da ein bisschen weiter forscht, kann das sein, dass auch bestimmte Lernmechanismen, die prägungsartig sind oder Prägungen sind, dass die auch auf die nächste Generation in irgendeiner Weise einen Einfluss ausüben oder nicht? Das fände ich einen interessanten Forschungsansatz. Wir haben hier nochmals was. Mangusten haben sozusagen eine Tradition, die geben sie aber offensichtlich über Kultur weiter. Man weiß nicht, dass da die Methylierungen oder so etwas eine Rolle spielen würden, aber das ist also vom Department für Kognitionsbiologie in Wien gemacht worden, diese Arbeit. Eine neue Arbeit beschäftigt sich mit dem Rahmen und stellt fest, sie können sich in den Kopf, in Anführungsstrichen, des anderen hineinversetzen. Das nennt man eine Theory of Mind. Und warum ich, Sie werden das schon wissen, Casablanca kennt jeder, damit will ich nicht dieses Paar oder die Menschen auf die Ebene von Vögeln holen. Ich wollte eigentlich die Vögel ein bisschen hochholen. Jetzt sollen wieder alle möglichen Raben oder Krähen abgeschossen werden. Ich will nicht zu sentimental werden, aber die Menschen haben keine Ahnung, wie viel höher entwickelte Tiere sind, als sich mancher vorstellt. Es sind eben nicht nur Gegenstände. Und deswegen habe ich hier einmal diese Beziehung dazu dargestellt. Ja, Schwangerschaft und die Zukunft von Kindern und Enkeln. Man muss sich Folgendes klar machen. In der Schwangerschaft ist es ja so, dass die Mutter stellt eine Generation dar, ihr Kind die zweite. Aber das Kind hat selbst schon die Keimzellen angelegt für die dritte Generation. Und damit sind die Keimzellen der dritten Generation auch dem Einfluss ausgesetzt, der in der Schwangerschaft herrscht. Meistens hoffentlich ein guter. Vieles wird auch repariert, vieles ist nicht so dramatisch, wie ich das hier darstelle. Aber man muss einfach wissen, dass sich die Schwangerschaft eben bis in die dritte Generation zumindest Einflüsse auswirken können. Ich werde das an einigen Beispielen zeigen. Ja, Organic Food tut gut, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und zwar hauptsächlich deswegen, meint man, weil die Pestizide fehlen. Ich werde auf das Thema Pestizide noch etwas eingehen. Das heißt, Pestizide, vor allem während der Schwangerschaft, sind nicht so gut. Man hat festgestellt, dass es bestimmte Wirkungen gibt, wenn die Rate überschritten ist und dass das zu Beeinträchtigungen führen kann. Es gibt mehrere Studien. Eins ist der Muttermilchfaktor, wo man zeigen kann, dass sozusagen die Muttermilch die Fähigkeit auch hat, dass sie für das Kind sich sehr positiv auf das Nachgeburtsgewicht und die Entwicklung auswirkt. Dann auch die Stillperiode, besonders in Ländern, wo das Wasser nicht so gut ist, verhindert viel die Krankheiten, die mit Darminfektionen verbunden sind. Und Durchfall, und besonders bekannt ist natürlich die Dutch Study, auf die ich jetzt eingehen werde. Hungersnot im Zweiten Weltkrieg, und zwar geht es da um, dass die niederländischen Widerstandskämpfer Anschläge auf Züge und Gleise gemacht haben, und dann gab es von den Nazis ein Lebensmittelembargo. Dieses hat sich auf die im Mutterleib befindlichen Embryonen ausgewirkt. Man hat das statistisch ausgewertet und die Menschen untersucht, und da sieht es so aus, dass die Kreislaufkrankheiten und Typ 2 Diabetes und einiges anderes sich doch vermehrt gezeigt hat bei denjenigen Menschen, die damals nur etwa 400 Kalorien bekommen haben und eben ihren Nachfahren. Ja, es ist den Genen keineswegs unveränderlich vorherbestimmt, wie wir sind. Vielmehr hat die Art, wie wir leben, Einfluss auf unsere Gene. Und das sagt natürlich auch ganz besonders der Psychiater und Internist Joachim Bauer aus Freiburg.
Und er hat viele Bücher dazu geschrieben. Wir sehen hier einmal das, was Sie gerade sozusagen gehört haben. Ventilierungsmuster, das heißt gegen Stummschaltungen, die insbesondere in, in der Schwangerschaft stattfinden oder in frühkindlichen Erfahrungen, können dazu führen, dass später die Widerstandskraft des Menschen verändert oder auch beeinträchtigt wird. Und das geht zum Teil über die weißen Blutzellen, über Leberzellen oder Nervenzellen. Also Erfahrungen prägen richtig chemisch etwas an der DNA. Ja, Ethnien, Individuen, das wissen wir auch, unterscheiden sich da auch in dem, was sie vertragen. Zum Beispiel können die Nordeuropäer viel besser Milchprodukte vertragen, wohl weil sie auch früher mit, mit der Viehzucht befasst waren. Dann haben wir eben, wie gesagt, bei denen, die nicht damit so befasst sind, Laktoseunverträglichkeit, die nimmt im Alter zu. Viele von uns, die hier sitzen, können schon keine Milch mehr trinken. Die sogenannten Inuit, aber auch viele Asiaten, haben Probleme mit dem Alkoholabbau und sollten ihn deswegen entweder meiden oder sehr moderat nur nehmen. Etwas, was ich hier ergänzen möchte, ist einfach die Sache, dass Vitamine helfen und schaden können. Für Vitamin A gilt, es erhöht die Durchlässigkeit durch dünne Membranen, also zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, aber auch in der Lunge. Und wenn man Raucher ist, dann sollte man nicht extra noch Vitamin A nehmen, weil dann nämlich die nicht so guten Stoffe auch besser ins Blut gehen und besser in die Zellen kommen. Während, wenn man Hungerleider ist oder in einem Land lebt mit wenig Nahrung, dann ist es gut, Vitamin A zu haben, damit die wenige Nahrung auch da ankommt, wo sie hin soll, nämlich in die Zellen. So kann man zeigen, dass die ewige Diskussion, sind Vitamine gut oder schlecht, immer differenziert geführt werden muss. Das ist besser. Differenziert geführt werden muss. Ja, jetzt komme ich zu dem Humangenom-Projekt. Womit beschäftigt sich die Molekularbiologie? Und zwar mit das Humangenom-Projekt, die Identifizierung der Gene, das war schon 2003 abgeschlossen. Man dachte, so 20.000 bis 25.000 Gene, je nachdem, wer es gemacht hat, gibt es auch da immer ein bisschen Streit. Man hat aber gehofft, 100.000 Gene zu finden, und das war nicht der Fall. Dann gab es das 1000 Genome Project, dann schließlich auch die Personalized Medicine und dann die Untersuchung des Transkriptoms, nämlich was wird von DNA zu RNA gebildet, aber auch was wird von RNA zu Protein gebildet. Das ist nicht identisch, das sind nicht die gleichen Gene, die man jetzt herausgefunden hat. Das Metabolom, also der Stoffwechsel, spielt eine Rolle, das Mikrobiom, wir haben so viele Mikroorganismen in uns, das werden wir hören, und vor allem die RNA-Biologie spielt eine wichtige Rolle. Wir sehen hier eine etwas einfache Zeichnung, aber anschaulich, wie viel kodiert von unserer DNA überhaupt nur für Proteine, das heißt, das, was wir als Gene verstehen. In diesem Bild sind das so 3%, in Wirklichkeit sind es so 2%. Das heißt also, alles andere hat man bisher für Müll oder Junk gehalten, mehr nicht. 2% von dem, was die DNA ist, kodieren für Eiweiße, und Eiweiße waren für uns diejenigen Moleküle, die aus der DNA, die Gene sind, gebildet werden für unser Leben. Wir sehen hier ein Bild, dass sie nicht entziffern werden können, hinten spielt keine Rolle, sie merken aber eins, hier steigt irgendetwas an. Und zwar ist das folgende, nämlich hier steigt an, der Anteil der DNA, der nicht für Proteine kodiert. Und es geht hier vom Bakterium zum Menschen. Das heißt, die Menschen haben einen hohen Anteil an DNA, der überhaupt nicht für Proteine kodiert, was wir bisher als Gen immer gesehen haben, während Mikroorganismen da durchaus 1:1 noch liegen in ihrer DNA und in ihrer Proteinkodierung. Das sind einfach die verschiedenen, wie zum Beispiel Wirbellose oder Pilze, Pflanzen und so weiter, bis zum Menschen hinauf. Schlussfolgerung, ja, die DNA, die für die bekannten Gene, Proteine des Menschen kodiert, ist im Vergleich zur nicht kodierenden DNA verschwindend klein. Ja, was ist denn nun mit der dunklen Materie in unserem Genom? Ich habe es einmal ein bisschen verglichen mit der Physik, wo ja auch diese Frage ansteht, im Moment noch mehr als vorher. Also was
Welche Rolle spielt die dunkle Materie in unserem Genom? Hier nochmal eine Grafik aus der Physik. Die Diskrepanz zwischen der gemessenen und zu erwarteten Umlaufgeschwindigkeit der Sterne in unserer Galaxis lässt sich im Rahmen der bekannten Gravitationsgesetze nur mit der Annahme einer zusätzlichen, nicht sichtbaren dunklen Materie erklären. Und ja, dunkle Energie soll sehr viel des Universums ausmachen. Es sieht sich aus, es ist nicht statisch. Das haben wir schon gewusst. Nur vom Genom haben wir alles gedacht, es ist statisch. Ja, Albert Einstein war wirklich eine Größe. Er hat gesagt, hat einmal eine kosmologische Konstante eingeführt und er hat sie dann auch wieder zurückgenommen als die größte Eselei seines Lebens. Er war wirklich eine starke Persönlichkeit. Seine Relativitätstheorie, die Voraussage aus der Allgemeinen, hat sich ja jetzt gerade in den letzten Tagen bestätigt, nämlich Gravitationswellen sind gefunden worden und werden dazu führen, dass diese Fragen, die wir als Universum haben, besser beantwortet werden können. Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und etwas, das er immer vermutet hatte, dass er zu seiner Zeit unmöglich hätte schon wirklich finden können. So ist das eben in der Wissenschaft. Wir bauen auf den Dingen auf, die gefunden wurden und müssen immer wieder revidieren und verändern. Das heißt nicht, dass die Dinge, die zu einer bestimmten Zeit gemacht, geforscht und gesagt wurden, deswegen falsch sind, sondern sie sind der Zeit angemessen, aber man muss sich weiterentwickeln und Einstein hat das sehr gut gekonnt. Ja, wir sehen hier Genverdopplung als Motor der Evolution. Ganz wichtig, die Menschen von die Aufspaltung zwischen unseren Vorfahren und uns hat dazu geführt, dass wir wahnsinnig zugenommen haben an Genverdopplung. Unsere Gene haben verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Jede Verdopplung führt aber auch zu Ungenauigkeiten. Das heißt nicht, dass die Gene alle abgerufen werden müssen, sie können ja auch stumm geschaltet sein und sozusagen auf Warteposition. Nach dem Motto, ich habe einen guten Vorrat in meinem Keller. Ja, das ist alles dieses, ich habe ja gesagt, nur 2% kodiert für Proteine, der Rest wurde Junk oder Müll genannt, bis man halt nach dem Human Genome Project sich langsam mal mit dem Müll beschäftigt hat. Was kann das sein? Es können stille Reserven sein, Regulatorgene, die nur bis zur RNA exprimiert werden und nicht bis zum Protein. Stillgelegte Embryonalgene, der Embryo verbraucht in Anführungsstrichen ja unendlich viele Gene. Wir wissen, dass solche Gene die, und auch Stammzellen entarten können und dann kann das eventuell auch zu Krebs mutieren. Und die Frage ist, ob Krebsgene auch wirklich immer Krebsgene sind oder nicht einfach Gene aus einem Bereich, in dem diese Vermehrung gewünscht war, aber jetzt eben nicht mehr. Gene, die im Nervensystem Kreativität produzieren, ja vielleicht. Es gibt Forschungen dazu, dass auch da Transpositionen an den Grund diese Verdopplung eine große Rolle spielen. Schauen wir uns dieses Insekt an und dann die Wirbelsäule des Menschen. Bestimmte Gen-Cluster kann man das nennen, auch Homeobox hier genannt, werden streng konservativ vererbt. Die Abfolge bestimmter Körperregionen vom Insekt zum Menschen ist durchaus etwas sehr Konserviertes. Rupert Riedel sprach von Constraints. Und das heißt, Gen ist nicht gleich Gen. Da gibt es Dinge, die sind furchtbar konservativ und andere, die sind furchtbar wild. Und dann müssen wir uns zu Gemüte führen. Schauen wir uns das hier an. Ein Bild macht das viel klarer. 1% bis 2%, da streiten sich ja die Menschen immer noch ein bisschen, kodieren für Proteine. 9% sind hier quasi stille DNA. Und der Rest, ja, alles Mögliche wird zur RNA exprimiert und ist unbekannt. Wir wissen es nicht, zum Teil wissen wir es jetzt. Das heißt, wir sind jetzt damit konfrontiert, dass wir geglaubt haben, alles zu wissen und zugeben müssen, wir haben nichts gewusst. Aber das ist nicht unsere Schuld, sondern so entwickelt sich die Naturwissenschaft einfach. Hier nochmal Funktion der menschlichen Gene. 41,7% mindestens wissen wir nicht, was sie machen. Völlig unbekannt. Hier noch einmal die RNA. Im Laufe der Zeit von 1958 bis 2008 hier aufgeführt, wurden immer neue RNA-Molekülvarianten entdeckt, die verschiedene Dinge machen, machen Unterschiedliches. Und das ist hier aufgeführt, Sie brauchen das nicht alles zu wissen. Aber auch aus allerletzter Zeit wurde wieder eine lange, nicht kodierende RNA gefunden, die sehr bedeutsam ist,
weil sie nämlich auch zeigt, dass eine riesengroße Variation in der Expression dieser Gene besteht. Dieser DNAs, die müssen nicht immer gleich abgerufen werden, die können sich zu verschiedenen Schnittmustern zusammensetzen. Stellen Sie sich auch mal sowas wie Lego oder wie Mandalore oder wie Baukasten vor, da gibt es Fantasie, da kann kombiniert werden, da kann runtergeschaltet, da kann geregelt werden und so weiter. Ja, die Menge sogenannter retroviraler DNA in unserem Genom schwankt zwischen 5 und 10%, manche sagen 8%. Und retroviral, das heißt, dass nach der Definition sind das endogene, also im Genom festgesetzte uralte Viren, die nicht aktiv sind, so hat man das verstanden bisher. Hier ganz kurz zu diesen Retrotransposons, die können sich also springen. Hier sehen Sie so einen Sprung in einen anderen Teil, also ein Gen, das springt. Es kann sich aber auch verdoppeln und springen, dann gibt es eben mehr von der Sache. Und es muss nicht exakt sein. Es muss nicht abgerufen sein und es kann stumm geschaltet sein. Aber dieses Springen ist etwas, was sehr oft passiert. Barbara McClintock hat schon in den 80er Jahren, nach 40 Jahren, das heißt, sie hat es in den 40er Jahren entdeckt, den Nobelpreis für ihre Entdeckung der springenden Gene bekommen. Kein Mensch hat es ihr geglaubt. Sie hat sehr kämpfen müssen. Und wie sieht das aus? Also zum Beispiel hier, das Gen springt oder es verdoppelt sich. Und das Ganze wird natürlich auch durch Enzyme begleitet, die sozusagen bisher die DNA erst in RNA umbauen und dann wieder in DNA, wenn es sogenannte Retrotransposons sind, oder gleich von DNA zu DNA. Beides ist möglich. Ja, Gesundheit und Krankheit hängt sehr stark mit diesen Molekülen auch zusammen. So erklären sich manchmal auch Allergien oder auch beschleunigte Evolution, je nachdem, was los ist im Genom. Es ist eben nicht stark. Aber ohne diese Prozesse der Auseinandersetzung und der Lernfortschritte des Immunsystems, wo besonders viele Transpositionen und Veränderungen stattfinden, kann sich das Lebewesen nicht weiterentwickeln. Wir nehmen, wie gesagt, über die Körperpforten artfremde Moleküle auf, DNA, RNA, Proteine, und dabei können diese Nukleinsäuren in unser eigenes Genom eingebaut werden. Das haben wir bisher nicht so gewusst. Ja, mit der Nahrung aufgenommene MikroRNA hier nochmal, die Arbeit, ich weiß nicht, ich hatte es glaube ich vorhin schon in einem anderen Zusammenhang, kann wie gesagt die Genregulation auch in uns übernehmen. Evolution ist also eher so etwas wie ein ewiger Prozess und nicht etwas Starres, es findet immer statt. Alles fließt, nie ist Stillstand, deswegen ist auch die Definition so schwierig, ja? Was ist ein Gen wirklich? Wir werden sehen noch andere Dinge. Mehman Modi in London ein Institut hat, sprach immer schon von einem fließenden Genom und einer Umgestaltung, insbesondere des Immunsystems des Menschen. Und aufgrund dieser Umgestaltung in aktiver und passiver Weise, insbesondere in unseren Lymphozyten oder T-Zellen, muss man eben von einem fließenden Genom sprechen. Die stärkste Fluktuation hat eben unser Immunsystem. Hier werde ich Sie nicht stark belästigen, ich will nur sagen, wir erben nicht nur die Chromosomengene, sondern wir erben natürlich auch alles, was im Zytoplasma ist. Und dort sind viele Moleküle, RNA, DNA und so weiter. Aber auch natürlich können die dann auch in unser Leben eingreifen. Und das wird hier gezeigt. Und zwar, was wird hier gezeigt? Kleine RNA-Moleküle regeln auch, wie unsere Gene exprimiert werden. Also nicht nur die Methylgruppen, sondern auch kleine RNA-Moleküle. Und ich habe Ihnen ja vorhin die Latte gezeigt an Molekülen, die es da gibt von der RNA. Wir müssen uns das vorstellen, die Schalter und Baukästen und Regelungen. Dergleichen mehr. Für diejenigen, die interessiert sind, ist das eine Abfolge gezeigt. Zum Beispiel werden Rezeptoren auf unseren Zellen so hergestellt und die werden dann einfach an die Zellmembran gebracht. Und wer sich das vorgestellt hat wie ein Ei, das ist verkehrt. Die Zellmembran selber ist flüssig. Und eben die meisten Leute werden sich eine Mauer vorgestellt haben, das Ganze ist flüssig. Also kann man sich schon vorstellen, was das für eine ewige Veränderung ist. Ich komme ganz kurz auf Gene, Chromosom 6 zu sprechen, wo wir die Gene haben, die insbesondere für unsere Marker eine Rolle spielen. Wir müssen ja irgendwie der Zelle einen Marker geben. Hallo, das bin ich, mach mich nicht kaputt. Und die nennt man HLA-Marker. Und wenn es HLA1 ist, dann kodiert das quasi für uns.
verschiedene Marker und HLA2, das sind diejenigen, die schauen sollen, dass sie bitte das Fremde rausschmeißen. Ganz einfach gesagt. Nur damit Sie eine Vorstellung haben, das muss man alles aufspleißen, weil es so derartig viele Marker gibt und wir Menschen eben so verschieden sind. Wir haben nicht die gleichen Marker, wir sind individuell und wir haben auch noch mehrere Marker in unserem Körper. Hier sehen Sie mal eine kleine Vorstellung, damit Sie, wenn Sie hören, ein Gen ist gefunden worden, wissen, was los ist im Walde. Das sind nur ein paar Marker auf einem winzigsten Abschnitt des Chromosoms, die sich dort befinden. So, das ist gegeneinander aufgetragen, dass man sehen kann, dass wir nämlich unbedingt Statistik und Informatik brauchen und Computerwissenschaften, sonst können wir mit den Daten gar nicht mehr umgehen. Es ist unmöglich, überhaupt die Daten noch zu verarbeiten, die wir jetzt geliefert bekommen durch die Molekularbiologie. Hier ist nur kurz aufgezeigt, HLA gegeneinander, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn Sie also sich vorstellen, wie viele verschiedene Varianten man so haben kann und wer dann wie reagiert, dann werden Sie wissen, wir sind sehr individuell. Und das soll das Bild mitteilen, ohne dass Sie sonst noch etwas da lesen müssen. Ja, wir haben aber auch Teile des Neandertaler-Genoms und insbesondere in unserem Immunsystem. Das möchte ich doch hinzufügen. Das ist sehr interessant und da gibt es eine interessante HLA-Variante, die man als Beleg dazu auch in der Forschungsarbeit finden kann. Ja, wir sind verschieden, das zeigt das Bild eindeutig und ich möchte das gerne in dem Fall von der Kultur auch ein bisschen auf die Natur übertragen und dazu Václav Havel zitieren. Das Leben tendiert in seinem Wesen zur Pluralität, zur Vielfarbigkeit, zur Unabhängigkeit, einfach zur Freiheit. Das totalitäre System dagegen verlangt monolithische Einheit, Uniformität und Disziplin. Ja, so kann man die Dinge auf zwei Arten und Weisen sehen. Ja, Immunzellen sind wie gesagt in viele Prozesse involviert, aber auch in Verbindung zum Nervensystem. Die kommunizieren miteinander. Unsere Nervenzellen und unsere Immunzellen sind über Hormone und Transmitter verbunden und auch über Moleküle, die wir Interleukine nennen. Beide Systeme sind in Lernprozesse involviert und ohne Lernen geht nun mal nichts im Leben. Lernen bedeutet Unbekanntes zu Bekannten hinzufügen und das macht sowohl das Immunsystem wie das Nervensystem. 2006 bekamen Meller und Feier den Medizin-Nobelpreis für die RNA-Interferenz. Wir wissen, die RNA-Interferenz ist stark beteiligt an Genregulationen und daran, ob und wie Gene stillgeschaltet werden. Mit der RNA-Interferenz kann man heute gezielt als Werkzeug Gene stumm schalten, um zu untersuchen, welche Auswirkungen das hat natürlich. Wir sehen hier, dass diese RNAs, die eigentlich nicht kodieren, sowohl in Anführungsstrichen Zelle oder viral sein können, manchmal wissen wir gar nicht, was ist los. Auf jeden Fall gibt es inzwischen Arbeiten, die sind von 2007, wo man zeigen kann, virale RNA regelt Virus, zelluläre die Zelle, das hätten wir auch so vermutet, aber auch vice versa, virale Zelle, zellulär Virus. Mehr als 150 Gene kennt man schon, die zelluläre Gene, die auf das nächste Bild zu kommen, HIV regulieren, und zwar menschliche Gene. Ich habe hier einen Stammbaum, und zwar sehen wir hier ganz deutlich, sowohl die Rinder als auch die Ziegen, die Schafe, die Pferde, die Kaninchen, die Katzen, die Nemoen, das sind Halbaffen und die Primaten, die zu Affen und auch der Mensch gehören, haben so etwas, was man einen Stammbaum von HIV nennen kann. Das kann man heutzutage, HIV, das kann man verfolgen. Also die Verwandtschaft der Entwicklung dieses Systems, sage ich mal. Ich habe hier eingeblendet ein bisschen die Oberfläche des Virus. Und zwar dieses Spike, GP120, wird gebildet aus GP, Glykoprotein 160. Glykoprotein 160 findet man auch in Nierenzellen. Und dort findet man auch CD4-Rezeptoren. Und sehr oft, wenn Menschen HIV-positiv testen, dann haben sie eine spezielle Nierenkrankheit. Das wollte ich einfach mal zeigen, um zu zeigen, wie schwierig es ist, herauszufinden. Ich habe Ihnen ja vorher gezeigt, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Wer wird von was krank oder nicht? Das ist extrem schwierig.
die neuen Kenntnisse tragen natürlich dazu bei, dass wir viel mehr Fragen stellen als früher. Ja, ich habe hier nochmal gezeigt, wo gliedert sich HIV im Genom ein. Es gliedert sich sehr gerne ein bei Chromosom 6, wo wir die HLA-Komponenten gesehen haben, also unsere spezifischen Marker. Und die interagieren ja auch miteinander. Aber auch sehr gerne Chromosom 19, eigentlich überall dort, wo Gene sind. Immer da, wo Gene sind, da lässt sich das nieder. Das heißt, wir finden das ja auch, Genregulation, das habe ich Ihnen ja zwei Bilder vorher gezeigt, kann vice versa geschehen. Ja, das ist also so, dass man sieht, die Frage ist sehr schwer zu beantworten, je nachdem, wer testet wie, was ist los. Es gibt hier eineiige Zwillinge-Forschung, zeigen eine hohe Übereinstimmung bezüglich der Mutation von HIV. Also innerhalb des Körpers, wenn das eine Regel ist, dann mutiert er bei eineiigen Zwillingen in der gleichen Art und Weise. Und das ist in dieser Arbeit dargestellt. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass Drogen eine Rolle spielen in der Veränderung der Genkonstellation, vor allem in diesem Bereich des Immunsystems. Drogen sind natürlich kontrovers. Wir sehen auch Folgendes. Viele Medikamente, wie auch Antibiotika und die sogenannten HIV-Medikamente, erhöhen als Ausweichreaktion die Mutationen. Man nennt das Fluchtmutationen und erschaffen so neue Genvarianten. Und was wir heute wissen, ist, dass sehr starke Medikamente dazu führen, dass der Körper sagt, ich will dich nicht, ich verändere mich. Also mutationsauslösend, kann man sagen. Und ich habe es jetzt so interpretiert, aber die Terminologie Fluchtmutation existiert ja in der Literatur. Also eine Veränderung in unserem Immunsystem findet sehr leicht statt, aber auch in den Genen, die wir HIV-Gene nennen. Ja, HIV kann sich selbst kontrollieren und ausschalten, das weiß man inzwischen. Es gibt einen Minus-Strand. Früher hat man nur geglaubt, es gibt einen Plus-Strand der DNA. Es gibt auch einen Minus-Strand, der kann sich selbst an- und abschalten. Dann ein Ergebnis. Ich habe drei Arbeiten geschrieben zu dem Thema. Die findet man hier unten. Und findet man hier unten in der Angabe. Und zwar, da kommt man eigentlich zu der Erkenntnis, HIV ist ein statistisches Konstrukt. Das ist aber auch keine Sache, die bestritten wird. Es gibt riesige Datenbanken und die sind zusammengestellt aus unzähligen Unterlagen und daraus wird ein statistisches Mittel gemacht. Und zwar, das Immunsystem unterscheidet eigentlich lediglich selbst von fremd bzw. nützlich schädlich. Ja, und wir sind unterschiedlich. Der eine kämpft, der andere nicht. Der eine sagt, ist okay, der andere sagt, weg mit dir. Und das hängt natürlich auch von unserer biologischen, aber vielleicht auch unserer psychischen Konstellation ab. Gene des Individuums sind für die Entwicklung und Evolution von HIV von Bedeutung. Zahlreiche Sequenzen von Genom- und Proteinressourcen aus Datenbanken, die ja auch existieren, waren mit HIV-Sequenzen übereinstimmend. Datenbanken also haben normalerweise das Genom eines Individuums, aber dort finden sich in allen Datenbanken HIV-Sequenzen. Dies gilt auch für Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. Ja, so ist die Sache. Das heißt also, man hat heute oder kann einen anderen Blick auf mit diesen neuen Erkenntnissen sich leisten. Ja, nach Kuhn sieht es so aus. Er war ein US-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker und Historiker. Es gibt immer wieder wissenschaftliche Revolutionen. Und die Wahrnehmung der Wissenschaftler muss sich immer wieder ändern. Sie kennen das Bild. Sie sehen die Ente, Sie sehen den Hasen. Und so ist das manchmal. Wie auch im Eingangsbild der 609. Wer hat recht? Der Blick auf jeden Fall ist sehr erweitert, die Fragestellung und auch, wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten, differenzierte und veränderte und auch angepasste Antworten zu finden. Die gesamte Zellkommunikation, sowohl innerhalb als auch zwischen den Zellen eines Organismus, geschieht halt über Moleküle, RNA, Proteine, Exoendosomen, Informosomen, Klatrine, wie immer man sie nennen mag,
Auf jeden Fall gibt es eine lebhafte Zellkommunikation. Virus heißt eigentlich Gift. Infektus heißt angesteckt. Infektion heißt ansteckende Krankheit. Erwartung des Agens kommt von außen und wirkt schädigend. Vom Wort her, einfach vom Terminus. Ja, die neuen Erkenntnisse brauchen nicht so einen Streit zu führen, aber man sollte sich trotzdem um eine bessere Kommunikation, vielleicht sogar auch um eine Erweiterung der Sprache bemühen. Tatsache, das Agens kommt von innen und reagiert auf das Milieu. Es geht um das Verständnis komplexer Interaktionen, je nach zeitlich-räumlicher Umgebung und Wechselwirkung einer Komponente mit den zahlreichen anderen des Musters und des Gesamtsystems kann sich eben eine symbiotische, gesundheitsbringende oder abwehrende, krankheitführende Interaktion im Individuum manifestieren. Lebende Systeme zeigen eben Autopoese und Selbstorganisation. Sie interagieren mit der inneren und äußeren Umwelt und das ist Evolution. Eine erfolgreich durchgemachte Krankheit ist mit einem Lernprozess gleichzusetzen. Viele Kinder reifen auch erst, wenn sie bestimmte Krankheiten durchgemacht haben. Es geht um die Balance. Hier sehen wir ganz kurz, für die, die es dann interessiert und sich das runterladen, einfach die Epigenetik der Drogen, so als wäre Methylierungsmuster geändert. Hier sehen wir das noch einmal, dass es mit Rezeptoren zu tun hat. Sehr vieles in unserem Körper hat mit Rezeptoren zu tun. Hier sehen wir noch einmal die wissenschaftlichen Arbeiten dazu, die das klar machen. Hier am Beispiel eben des Morphins, wobei der Redoxmechanismus eine Rolle spielt. Das Wichtigste in unserem Körper ist, dass unser Redoxpotenzial stimmt. Wenn wir zu wenig Elektronen haben, werden wir krank. Einfach deswegen. Essen heißt Oxidation. Mit dem Essen oxidieren wir Moleküle. Wir müssen nachher unserem Körper, der daran beteiligt war, wieder Elektronen zuführen. Das heißt, wir müssen ein Potenzial haben. Wer nur bestimmte Kost isst, bekommt nur Kalorien, aber bekommt keine Information. Und das macht den Unterschied in der Ernährung. Wir brauchen auch die Information, also sozusagen die Elektronen, sonst geht es nicht. Ja, das nennt man oxidativen Stress und eine Aktivierung dieser Gensequenzen geschieht bei schwerer Unterernährung, bei überhandnehmenden Infektionen, legalen und illegalen Drogen, um nur einige Punkte zu nennen. Das ist ein wichtiges Bild. Evolution ist ständige Veränderung. Wir wollen gesund sein, das ist in etwa die Mitte. Wenn wir aber Genarmut haben, zum Beispiel Populationen, die lange schon über Inzucht gelebt haben, wie das im nächsten Bild bei einem Tier zu sehen sein wird, dann kann die Population auch ausgelöscht werden, aussterben. Bei sehr großem Stress kann es aber Genchaos geben, also wahnsinnig viele Duplikationen, Transpositionen, Mutationen, Veränderungen. Das kann zum Tod, also zum Auslöschen des Individuums führen. Ich zeige für beides Beispiele. Also je mehr Stress, desto mehr Mutationen. Hier ist der tasmanische Beutelteufel, er hat Krebs und da wird gesagt, der Krebs ist ansteckend. Man muss natürlich Folgendes sehen, wir stecken uns auch mit unserer Nahrung an, wenn man so will. Aber in dem Fall sieht es so aus, dass der Beutelteufel eben durch Inzucht nur noch wenige Genvarianten hat. Also sein Immunsystem, was ich mit HLA bezeichnet habe, ist sehr arm und deswegen erkranken sie leichter und können eventuell aussterben. Es gibt ja nur noch wenige auf Tasmanien. Hier haben wir Bakterien, die eine Not hatten an Nahrung und die reagieren einfach auf den Nahrungsentzug, indem sie mit Tentakeln wachsen. Das heißt, sie breiten sich aus, auf die Art und Weise suchen und finden sie Nahrung. Und das ist eben von Eshel Ben Jacob in Israel herausgefunden worden. Sie vergrößern ihre Oberfläche. Und dazu gibt es eben auch sehr interessante Arbeiten. Epigenetik und der Stress, der in der Schwangerschaft existiert, dazu gibt es auch wiederum Publikationen. Und zwar kann das später im Individuum dazu führen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen. Hier auch ganz kurz, dass sich das Transkriptom des Neugeborenen ändert durch Stress. Diese Bilder sollen das wissenschaftlich belegen, weil ich ja auch Aussagen mache. Und wenn ich das nicht entsprechend belege, dann
Ist das für Sie schwierig? Im Moment können Sie natürlich die ganzen Tortendiagramme sich nicht anschauen, das ist mir schon klar. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass dazu die Publikationen existieren. Ja, Stress, wie gesagt, führt zu Entzündungen und kann damit die Immunbalance zwischen Proteinbiosynthese, das heißt Antikörperherstellung oder Zellteilung, ins Dysbalance bringen. Ich habe jetzt mal Body, Mind and Soul hingeschrieben oder Psyche, Psyche. Das heißt, Interaktion mit dem Nervensystem spielt eine große Rolle. Es kann bei Diabetes 1, das hat man schon aufgeklärt, wie das ist, und eben auch bei anderen Krankheiten eine Rolle spielen, ob es nun Krebs oder AIDS genannt wird. AIDS ist natürlich ein Konglomerat von allem und nichts. Aber ja, ich werde schneller machen. Vielleicht haben Sie nachher gar nicht so viel zu fragen. Hier sehen wir einfach, wie viele Rezeptoren eine Rolle spielen. Es ist nicht so, dass da ein Rezeptor irgendwo wartet auf einen Virus oder sonst etwas, sondern so schaut es aus in unserer Zellmembran. Das ändert sich auch noch von Sekunde zu Sekunde. Dann haben wir hier, wann ist Stress gut für mich? Ja, es sind immer Optimumskurven. Anregung, Abwechslung, Lachen, Leistung ist gut, Infektionen, Hunger, Neid und dergleichen sind schlecht. Und wir sehen, Stress wird auch an Rezeptoren abgearbeitet und das gilt zum Beispiel auch für Kindesmissbrauch. Das gilt auch für Gewalt, die zum Beispiel dann sich in Krankheiten wie Krebs, Entzündungsreaktionen, Herzkreislauf äußern kann. Aber auch das Positive, der Gesang von Zebrafinken, wirkt positiv auf den Nachwuchs. Im Mutterleib sieht es so aus, dass der Embryo viel toleriert. Die Toleranz wird, je älter man wird, kleiner für Fremdes. Hier wird das gezeigt, dass Mütter, die ihre Kinder gut versorgt haben, in dem Fall bei Mäusen, die nächste Generation selbst auch wieder die Kinder gut versorgt. Wenn das nicht der Fall war, ist es umgekehrt. Ja, aber wie gesagt, ich komme zum Menschen. Wir sehen schon, emotionale Wärme bringt Urvertrauen, weniger Aggression, das gibt man dann auch weiter. Ein Kreislauf, der sich über Generationen manifestieren kann, im Positiven wie im Negativen. Kinder, wie gesagt, wenn die gut Zuwendung erfahren, geht es ihnen besser. Wir sehen das hier bei Zwillingen, die haben anfänglich ähnlicher Genmuster als später durch Methylierungen, aber nicht so sehr unterschiedlich. Etwas aber schon. Aber auch in soziokultureller Hintergrund spielt eine Rolle. Bei einer bestimmten Genvariante des Dopaminrezeptors lernen sie schlechter, aber durch Förderung kann das ausgeglichen werden. Mikroben und horizontaler Gentransfer, kurz dazu die Atemluft hier, enthält mindestens 1800 verschiedene Bakterienarten. Und unser Mikrobiom in unserem Darm enthält, wir haben 25.000 menschliche Gene, aber 3 Millionen mikrobielle Gene. Dazu kommt, dass diese Mikroben, die 10-mal mehr sind als unsere Gene, dass die auch noch alle Viren haben, also Bakteriophagen, zumindest zu 60%. Dann kommen, wie gesagt, die Bakterienwelt, daraus besteht unser Körper, zu 90% aus Fremdlingen und nur 10% aus sozusagen unsere eigenen Bestandteile. Lederberg hat das schon gezeigt, dass die... Darf ich kurz unterbrechen? Ja? Ich glaube, wenn es noch schneller wird, werden wir es nicht mehr aufnehmen können. Ja, weil es mir gedeutet habe, ich kann ja langsam. Aber kürzer, nicht schneller vielleicht. Dann können wir eine Schlussfolgerung bekommen. Ich bin noch nicht fertig, vielleicht darf ich noch ein bisschen weitermachen. Es macht schon. Ja, aber vielleicht haben Sie Interesse. Einfach nur Interesse. Wissen Sie, wohin müssen Sie denn jetzt gehen? Okay. Joshua Lederberg, der den Nobelpreis hatte, hat gezeigt, dass die meisten Bakterien hilfreich sind. Lynn Margulis hat gezeigt, dass unsere Zellorganellen durch Symbiose erworben wurden. Symbiose heißt miteinander, nicht gegeneinander. Unsere Zellen wurden schon in der Vorzeit durch Viren befruchtet, das heißt, schon damals haben wir die aufgenommen. Und wir bekommen also viele Gene durch lateralen oder horizontalen Gentransfer, das heißt, nicht nur von Eltern, Kind, sondern über die Umwelt. Also wir sind das symbiotische Produkt der Evolution. Und zwar sehr stark durch horizontalen Gentransfer. Ich komme kurz zur Info
Prüfungen und Tests. Die Frage ist, die man sich immer stellen sollte, ist der Test wissenschaftlich und gesundheitlich sicher? Verlängert die frühe Entdeckung die Lebenszeit und wird durch die frühe Entdeckung die Lebensqualität erhöht? Wir sehen hier, wenn man ein Screening macht, dann, wenn man es also früher entdeckt etwas, aber die Lebenszeit nicht verlängert ist, dann bringt das nichts. Es bringt nur etwas, wenn durch frühe Entdeckung die Lebenszeit auch verlängert wird. Ja, hier wird einmal kurz auf Absolut- und Relativprozent eingegangen. Ich erspare Ihnen die Rechnung, die Literatur ist angegeben. In absolut, in relativer Zunahme ohne Screening würde man um 33% mehr Erfolg haben mit Entdeckung eines Brustkrebs. Wenn man aber in absoluten Prozent spricht, dann sind das nur 0,2%. Das heißt, man muss sich immer fragen, wovon geht man aus, hier von 10.000. Und da sterben in 10 Jahren 8 von 1.000 Frauen ohne Mammographie-Screening. Mit Screening sind es 6 von 1.000. Allerdings gibt es sehr viele Fehldiagnosen und damit auch Indikationen und Operationen. Zum HIV-Test, HIV-Test ganz kurz. Man findet das im Beipack, wer liest den schon? Es gibt keinen Standard für die Anwesenheit und Abwesenheit der Antikörper. Das ist das Erste. Das Zweite ist der Bestätigungstest, Western Blot. Und der ist in jeder Region der Welt etwas anders und damit auch nicht sinnvoll, denn in manchen Gegenden braucht man 2 Eiweißbanden, in anderen 4. Das heißt, wenn ich mit 4 Banden diagnostiziert wurde, dann ist das in anderen Ländern nur 2. Ich kann also zum Beispiel von Deutschland oder Frankreich nach Australien, von Deutschland oder Afrika nach Frankreich oder Australien fliegen und bin dann mit dem gleichen Test HIV-negativ. Und das ist eben nicht wissenschaftlich. Ja, ganz kurz, es gibt verschiedene Tests und damit ist eben nicht immer ein Erfolg gegeben. In der Schwangerschaft werden diese Retroviren, die benötigt, sonst kann man gar keine Plazenta bilden. Sie sehen das hier, schaut ja auch aus wie ein Virus. Es sind alte, uralte Gene, von denen ich erzählt habe, die in unserem Genom sind und wir brauchen sie. Wenn man gegen diese vorgehen würde, würde es sofort zu einer Abort kommen. Hier wird aufgezeigt, dass Pestizide in der Schwangerschaft schaden. Hier ist angegeben Dioxin, Pestizide, Plastik und so weiter und die Veränderung der Genexpression und die Auswirkungen in der Schwangerschaft. Müsste man sich vielleicht jetzt aktuell auch mal fragen, ob man zu viel spritzt in bestimmten Regionen. Ja, stillen ist gut, sage ich einfach mal, weil die Antikörper weitergegeben werden. Und das Urvertrauen gestärkt. Zu Impfungen möchte ich kurz sagen, dass natürlich der Unterschied ist, dass wir uns normalerweise die Erreger über die Haut, Nase oder Mund holen. Bei der Impfung geht es aber gleich eine Etage tiefer ins Muskelgewebe oder ins Blut. Und damit wird eine Abwehrzone umgangen. Impfrisiken, die kennen wir alle, Quecksilber, Formaldehyd und so weiter. Und damit ist natürlich auch ein Problem. Neuartige Impfverstärker hat man versucht zu finden, um dieses Problem auszuschalten. Da ist man aber noch in der Entwicklung und weiß noch nicht alles genau. Auf jeden Fall kann man das Asthma- und Allergierisiko senken. Das war damals schon in der Kindergrippe der DDR so. Natürlich ist es mit Geschwistern und am Bauernhof so. Aber auch Kühe, Rohmilch, Hustenschnupfen, Durchfallerreger, alles das, was man durchgemacht hat, senkt die Allergierate. Und ganz kurz zur Evidence-Based Medicine. Kurz zu sagen, die Methode ist genauso wichtig wie die Frage. Das hat schon Carl Sagan gesagt, aber auch Heisenberg hat gesagt, wir betrachten die Natur, nicht nur sie selbst, sondern auch durch die Methode, die wir benutzen. Das ist sehr wichtig. Die Methode ist sehr wichtig auch in der Darstellung. Die Evidence-Based Medicine versucht, das Beste herauszuholen für uns, indem sie sich fragt, was ist die beste Expertise und was hilft dem Patienten am meisten und was brauchen wir dafür.
Und sie versucht so ehrlich, so klar und so explizit zu sein, wie es möglich ist, um damit die bestmögliche Versorgung des Individuums zu gewährleisten. Besonders hat sich die Cochrane Collaboration hervorgetan. Und dazu gibt es natürlich auch genügend Studien und Unterlagen. Die Beispiele sind so, dass man sagen kann, von einer breiten Basis wird bis zu einer Spitze gearbeitet, und zwar mit Methoden der Statistik und so weiter und so fort. Wir sehen hier kurz, dass sie sich alle Mühe geben. Die Frage ist, ist es immer alles so in Ordnung? Ioannidis hat gezeigt, dass viele Studien nicht ganz das halten, was sie eigentlich halten sollen. Die Reproduzierbarkeit ist allerdings, hängt auch davon ab, wie die Datenlage ist, und die ist nicht immer so stark, wie sie gewünscht ist, oder nicht genügend Geld für Wiederholung. Und meine Sache ist eigentlich eine, dass ich sage, wir sind halt so personalized, wir sind so verschieden, dass es sehr schwierig ist, immer auch einfach mit der Evidence-Based Medicine das alles nachzuweisen. Wir sind schon fast am Ende, nämlich zu den Ergebnissen. Es gibt noch einen Versuch mit Kaninchen und Tumorzellen. Und da war es so, dass Kaninchen mit Tumorzellen infiziert wurden. Und einige, die in einer unteren Käfigreihe waren, haben stärkere Tumoren gehabt, leichtere Tumoren gehabt als die in der oberen Käfigreihe. Und man hat sich gefragt, warum ist das so? Und hat dann Folgendes festgestellt. Die Tierpflegerin war eine kleine Frau. Sie hat die unteren Käfigreihen, die Kaninchen, gestreichelt und mit ihnen gesprochen, mit denen in der oberen Käfigreihe nicht. Und das hat sich ausgewirkt auf die Killerzellen des, der Kaninchen. Die hatten eine gesteigerte Aktivität und damit waren die einen quasi geheilt und die anderen nicht. Das heißt, du bist, was du denkst, du bist, was du fühlst. Kommunikation zwischen Lebewesen beeinflusst die Zellkommunikation. Wir kennen schon alle den Placebo-Effekt, aber unterschätzen sehr stark den Nocebo-Effekt. Wirklich sehr, sehr stark. Denn er hat eine große Rolle. Angst fördert Krankheit. Und Angst wird in unserer Gesellschaft permanent geschürt. Wir müssen das wissen, um uns davor auch zu schützen. Der Neurobiologe, Molekularbiologe und jetzt buddhistische Mönch Mathieu Ricard hat ein Buch geschrieben, Plädoyer für die Tiere. Und zwar ist es doch so, dass wir wissen, Tiere sind empfindsame Lebewesen. Und auch Darwin hat schon gesagt, Überlegungen lassen uns glauben, dass alle fühlenden Wesen dazu gemacht sind, in der Regel Glück zu erleben. Ich hoffe, dass wir mit den Methoden der Zellbiologie und der computergestützten Informatik viele Tierversuche vermeiden können und in Zukunft sogar bessere Aussagen und Statistiken haben können. Wichtig ist, dass wir uns klar machen, ein Mini-Anteil unseres So-Seins ist in unserem Bewusstsein. Der größere Anteil spiegelt sich in unserem Unterbewusstsein wider, zu dem viele Menschen aber, wenn sie Achtsamkeits- und Meditationsübungen machen, durchaus einen Zugang finden und deswegen es auch leichter haben mit Gesundheit und Krankheit. Das heißt also, in Zukunft wird die personalisierte Medizin eine wichtige sein, denn wir haben gesehen, wir Menschen sind verschieden und man kann uns nicht über einen Kamm scheren. Das ist sehr wichtig. Wichtig ist aber auch der Datenschutz, die Freiheit der Entscheidung und die Ethik der Lebenschancen. Das darf man nicht übersehen. Andererseits ist eine solche Behandlung vermutlich, wenn sie wirklich gut durchgeführt wird, zielführender. Denn das hat Giulio Superti Fogger, der Direktor des Zentrums für molekulare Medizin in Wien, schon gesagt, am 5. Oktober 2011 in der Presse. 50% der zurzeit verabreichten Medikamente sind wirkungslos, zeigen alle Nebenwirkungen. Und ich sage, jeder Mensch ist einzigartig, auch in seiner genetischen Ausstattung. Dazu kommt von Professor Hengstschläger, unserem bekannten Genetiker, der sagt, es gibt kein Jugendgen. Was den Menschen zum Menschen macht, ist die Wechselwirkung zwischen Genetik und Umwelt. Und das muss uns klar sein. Und dazu noch einmal Viktor Frankl. Es gibt nur zwei Rassen von Menschen, die Rasse der Anständigen und die Rasse der Unanständigen. Gerade deshalb, weil wir wissen, dass die Anständigen in der Minorität sind, ist jeder Einzelne aufgerufen, diese Minorität zu stärken und zu stützen. Also das Genom eines Individuums baut sich ständig selbst um. Wir sehen hier nochmal nur zur Übersicht ein Bild, damit Sie sich vorstellen, ein Gen wurde entdeckt. Ja, das ist gut. Richtig, und darüber
freue ich mich auch, aber die Wechselwirkungen sind eben doch enorm. Das heißt also, Evidence-Based Medicine kann versuchen, natürlich weiter ausführliche Datendokumentation zu finden und vor allem auch die Failed Studies, also das, was nicht geklappt hat, aufzuführen. Sehr, sehr wichtig, dann wird es nämlich nicht noch einmal gemacht. Und die personalisierte Medizin, die wird sich natürlich unterschiedlichen Kriterien widmen. Vor allem natürlich ist sie reduktionistisch, aber ich plädiere auch für das systemische, ganzheitliche und es gibt ja die Systembiologie. Aber wichtig ist, dass der freie Mensch die freie Entscheidung für sich trifft. Und dazu gehört es auch, dass er sich aussuchen kann, ob er sich behandeln lässt und von wem und ob er andere Alternativen haben will als Schulmedizin, egal was er für sich als richtig erachtet. Das ist, gehört einfach dazu, Menschsein, dass wir diese Freiheit nicht aufgeben, zumal wir jetzt wissen, dass wir noch weniger wissen, als wir zu glauben haben. Ja, Überstunden machen krank, das kurz zum Schluss. Und gleichzeitig führen sie zu hohen Verlusten von 66 Millionen Euro jeden Tag, denn die Menschen landen im Burnout. Mehr Bildung bringt einen höheren Lebensstandard, bringt eine bessere Gesundheit und eine höhere Lebenserwartung. Das belegen zahlreiche Studien und auch in Wien. Aber auch der Hausverstand hilft weiter oder sagt ihr, der gesunde Menschenverstand, den jeder Mensch haben kann, sich zum Beispiel klarzumachen, wo ist hier ein Nocebo-Effekt und wo muss ich wirklich ein bisschen mehr nachschauen. Gesundheit, Stress, Resistenz, Kultur kann zum Teil vererbt werden, aber auch verändert. Und das ist die positive Nachricht. Es ist alles nicht so stark, wie man bisher geglaubt hat. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Viele neue Erkenntnisse, Sie haben sie gehört. Hier ist die Zusammenfassung. Also, wir werden zusammenarbeiten. Und zwar brauchen wir neue Bewertungen von Begriffen wie Exosomen, Endosomen, Viren, Gen, Epigenetik, lateraler, horizontaler Gentransfer, Ansteckung, Allergie, Krankheit und so weiter. Denn wir nehmen artfremde Moleküle auf und bauen sie auch in unser Genom ein. Ja, wir müssen eine Initiative und soziale Verantwortung leben, aber auch positive Anregungen geben. Und dazu gehört vieles. Was haben wir alle gemeinsam? Wir wollen glücklich sein, egal wie wir ausschauen. Lebenszufriedenheit ist aber ein wichtiger Faktor. Der ergibt sich durch soziale Beziehungen und eine Aufgabe. Dauerhafte Arbeitslosigkeit korreliert mit vielen negativen Folgen. Altersdemenz und andere Krankheiten sind seltener bei geistiger, aber auch bei körperlicher Aktivität. Du bist, was du isst. Mit der Nahrung nehmen wir nicht nur Kalorien, sondern Informationen auf. Aber auch, wie gesagt, Verantwortung müssen wir haben bezüglich der GMO, also der veränderten Getreide und so weiter und der Impfungen, denn da nehmen wir ja auch fremde Moleküle auf. Ja, du bist, was du denkst, du bist, was du fühlst. Die Kommunikation zwischen Lebewesen beeinflusst die Zellkommunikation. Und das muss man sich mal klar machen. Und das lässt sich wissenschaftlich, wie gesagt, ich habe es versucht, mit meinem langen Vortrag doch aufzeigen. Ob ein Lebewesen krank wird, das liegt weitgehend an der Umwelt. Also haben wir da viel Verantwortung. Welche Krankheit es bekommt, das liegt aber sehr stark an der Genexpression. Es gibt aber auch zytoplasmatische Vererbung. Und sehr stark hängt alles von unserer Wahrnehmung ab, wie wir die Welt wahrnehmen, welcher Typ wir sind. Die Gene liefern die Möglichkeiten, das Leben entscheidend über die Verwirklichung. Epigenetik fordert Verantwortung für uns und die unmittelbaren Folgegenerationen. Sexualität und Schwangerschaft sind natürliche Evolution, können aber auch Stress bedeuten. Daher sind auch Kondome und Verhütung sinnvoll. Impfung, bestimmte Medikamente, Umweltgifte und GMO sind künstliche Evolution. Einzelfallprüfung ist da gefragt. Stress, Infektion, Krankheit, Lernen fördern die Evolution. Bleibt die Frage nach der humanen Geschwindigkeit der Evolution. Das ist ein Kernsatz. Die humane Geschwindigkeit der Evolution. Evolution findet immer statt. Die Frage ist aber, was ist gut an Geschwindigkeit? Ja, die Balance, die müssen wir nun mal finden. Die Menschen sind unterschiedlich, haben aber die gleichen Menschenrechte. Ja, wir können vieles tun, Gesellschaft, Ernährung, Kooperation, Informationszugang, Politik, soziales, lebenslanges Interesse, Eigenverantwortung, Forschung, was auch immer, freie Entscheidung des Menschen, aber
für die Behandlung. David zum Schluss nochmal, ich glaube, ich bin nicht dazu geboren, blind anderen zu folgen. Und auch sprach sogar von einem Seelchen, das von den Körperzellen in die Keimzellen geht. Damals war er schon der Ansicht, dass aus der Umwelt etwas übertragen wird. Survival of the Fittest. Fit kann genauso bedeuten Symbiose, Kooperation, Kommunikation. Selektiert wird am Phänotyp, nicht an den Genen. Die Empathie kam von den Vögeln und Säulen. Die Lernen der Evolution hat aber die Ethik hervorgebracht. Der Mensch ist einzigartig wegen seiner Verantwortung. Und hier kommt der wichtige Satz. Das unterscheidet uns bei aller Gemeinsamkeit, die wir in der Evolution haben, von den Tieren. Wir müssen die Verantwortung leben. Ja, Johann Wolfgang von Goethe sagt das auch an den Universitäten schon immer, nicht das Wahre gepredigt wurde. Martin Luther King sagt, dass unsere Generation nicht so sehr die Untaten böser Menschen beklagt wird, sondern die Nichttätigkeit sozusagen, das erschreckende Schweigen der Guten. Und Gandhi meinte, der Irrtum wird nicht zur Wahrheit, auch wenn er sich ausbreitet und Anklang findet. Drei weise Menschen. Charles Darwin nochmal meint, ein Ausblick in ferne Geschlechter braucht uns nicht fürchten zu lassen, dass die sozialen Instinkte schwächer werden. Wir können im Gegenteil annehmen, dass die tugendhaften Gewohnheiten stärker und vielleicht durch Vererbung noch befestigt werden. Das ist die Literatur, die ist reichlich und sehr, sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.